Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Rio-Video. Für uns ist jetzt sozusagen Tag 2 der Aufnahme beendet, ja? Also sozusagen fast unser Zehnkampf, aber wir haben ja noch Tag 3 vor uns. Super. An meiner Seite der großartige M. Standard. Ich bin euer Mr. Venom 1974 und jetzt machen wir endlich mal was ansatzweise okay ist. Western Games, auch wenn die Events trotzdem ein bisschen durch den Wind sind, aber immerhin etwas, wo man sagen kann, das ist ein Spiel, was auch den Namen verdient. Ich freue mich ja schon, wenn du tanzen musst. Ja, da freue ich mich ganz besonders drauf. Das kriege ich nie hin. Habe ich noch nie hingekriegt. War ich immer schon zu doof für. So. All Games, ne? Mhm. Zack. Ach, da muss ich. Kann ich tippen? Ne? Kann ich tippen? Das finde ich nicht gut. Möchte gern tippen. Das ist ein 64er. Der hat eine Tastatur. Oder spielen wir hier den NES-Port? Gab's das für ein NES? Ich glaube nicht. Ich glaube auch das gab's nur wieder so für die 8-Bitter. Aber wahrscheinlich werden mich da sowieso gleich wieder irgendwelche Leute belehren und sagen: Nein! Das habe ich auch auf meinem Tiger Game kommen! Arschloch! Dann machen Let's Play davon. Das ist ja. Für Tiger Gamecom kann nicht sein, dass du alles gezeigt. Von dem Mist. Was denn? Hör mal. Also Lights Out ist ein tolles Game. Vor Monopoly war geil. Ja gut, selbst die Quiz-Dinge. Wobei, du musst dir das mal in echt angucken. Das ist so unter Gameboy-Niveau. Das ist unglaublich. Und die wollten, die haben, waren der Meinung, sie wären damit erfolgreich. Du bringst ein Ding raus, wo schon fast der Advance vor der Tür steht und dann sagt er, ja, das kann ich auch. Mutig, sag ich nur. Mutig. Ja, manchmal weiß man einfach nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Ist schon echt der Wahnsinn. Ich hab mal einen Franzosen gesehen, der hatte bei eBay wollte er den A-Zone verkloppen von Tiger natürlich auch. Und es war jetzt nicht das Preisgefüge, was für mich interessant war, aber ich würde den A-Zone natürlich auch mal gern ausprobieren. Für Leute, die doof sind, also das ist der Virtual Boy mit nur einem Auge. Also Das ist ganz, ganz toller Erfindung. Und da gibt es dann übrigens auch Batman und Robin für und solche Sachen. Ach, das Ding. Ich kann mich daran erinnern, ja. Ganz toll. Das hat der Nerd mal gezeigt, ne? Ja, ja. Da siehst du dann wirklich aus wie so ein Borg. Also dann hast du es geschafft. So, das kriege ich gar nicht mehr hin. Ich glaube, hier ist alles nicht mit Rappeln, ne? Glaube ich. Da fragst du irgendwie den Falschen. Warum bietest du immer mehr Geld? Wollte ich gar nicht. Was passiert da? Gib auf! Was? Ah! War das auf Best of Five oder? Scheinbar. Jetzt hätte ich mich schon verloren. Ich weiß gar nicht, was da passiert. Ja, Prinzip ist, soll das Armdrücken darstellen. Nur irgendwie drücke ich nicht so richtig. Möchte schon loslegen, ja? Danke. Ja. Wow. Ja, war schön. Und wir sind nur beim Tanzen. Nee, war super. Hallo. So, Waffe ziehen. So. Das kann er wieder.
So, aber irgendwie ziehe ich auch zu spät. Und ziehe ich den immer so spät? Aber du bist der Blonde, ja, oder? Ja. Da, ich ziehe viel zu spät. Ja, was mache ich falsch? Hallo, jetzt ziehe ich gar nicht? Sauber. Ah. Ziehen mit rechts. Ist ja klar. Wie? Ich hab da getroffen. Der war schneller. Schon wieder. Wer führt denn jetzt eigentlich? Passt da überhaupt jemand auf? Ja, sicher. Geht doch. Aber ich weiß immer noch nicht, wer jetzt irgendwie ansatzweise führt. Also. Zumindest hast du mehr Dollar, aber da verändert sich auch nichts. Also. Nee. Boah, da muss man eine komplette Reihe durchschießen. Boah, dann dauert das ja ewig, ey. Jetzt gewonnen? Ja! Ja, geht doch. Das war die erste Runde. Oh nein. Ich muss also 5-mal in Folge treffen. Ist das geil? Ich mach's gleich falsch. Okay. Naja, 5-mal in Folge. Ich wusste, das war auch irgendwie total Käse. War knapp. Das war okay. Keiner trifft, ist das nur gut für mich. Alter, nur weil der eine unruhige Hand hat. Weichkeks. Ich will einen anderen. Mist. Oh nein. Was machst du in den nächsten 20 Stunden? Western Games gucken. Aber ist eine tolle Disziplin, ne? Super. Also ich weiß nicht, was sich bei der Punktierung gedacht haben. Ich hoffe, es ist ja auch nicht Best of Five, ne? Jetzt machen wir es gleich nochmal. Dann kannst du ja wirklich noch um Stunden sichern, ne? Deswegen drückt mir einfach mal hier die Daumen und boah, wär's knapp. Nein! Die sollen nicht hier aufhören, das Ding fallen zu lassen, die Lutsche. Naja, die haben Angst. Ja, haben sie einen falschen Beruf. Augen auf bei der Berufswahl. Nein! Ach, das kann doch nicht sein, dass das jetzt so lange dauert. Findest du? Ich meine, irgendwann sind ja auch die Gläser alle. Ach, Quatsch. Klebt der Wirt doch dann gleich wieder zusammen. Recycling, sag ich nur. Komm, einmal noch. Nee, dann auch nochmal. Boah. So, jetzt kommt noch das Mini-Ding. Und dann sollte tatsächlich ich wieder erwarten, treffen. Nein! Ach, du bist doch... Was? Skandal! Super. Weil vor allem, ich weiß nicht, ob das tatsächlich nicht noch Best of Five ist. Ja, das war natürlich pfiffig von mir.
Vielleicht gibt es ja da erstmal das 1-1. Vielleicht ist ja schon mal. Die bescheißen doch hier. Was? Gewonnen. 1-1. Hä? Hä? Aha. Hast du das verstanden? Sobald der einmal gewinnt, ist vorbei. Ja gut, kann sein, weil es ja hier grundsätzlich um Knete geht. So, Spunken! So. Nicht schlucken. Spucken. So, jetzt weiß ich aber gar nicht mehr, wie der Herr. Mit welcher Taste? Ah. Ah, so geht das. Okay. Hat er schon den ersten drin? Ja, aber steht es nicht 3-2 für dich? Da noch gar keinen getroffen. Naja, oben in der Mitte steht 3-2. Vielleicht muss man dreimal treffen, das kann natürlich sein. Ist denn hier los? Da fliegt aber gar nicht. Ja, musst du dreimal treffen, genau. Okay. Vielleicht kriegst du ihn ja beim Tanzen. Gott sei Dank nicht. Da ist er. So, jetzt muss ich den ganzen Scheiß irgendwie nachmachen, oder war ich immer schon zu doof zu. So, mehr gibt's keinen Applaus für. Genau. Das war doch jetzt rechts, links, rechts, links. Eigentlich ja. Geht das nach der Musik oder wie habe ich mir das vorzustellen? Nee, also eigentlich ist das relativ einfach. Also du musst das nur in seinem Rhythmus machen, wie die KI das auch macht. Aber es funktioniert halt nicht so, wie man denkt. Jetzt mache ich gar nichts. Ganz lustig. Jetzt konnte ich gar nichts machen. Großartig. Vielleicht muss ich das machen mit rechts und Feuer. Mal gucken. Wird was. Ne. 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 Es ist zu gut. Ne. Großartig. Ja, ist gut, ne? Ja, wir wissen, dass er gewonnen hat. Wo hast du mal die 154 Punkte her? Ich glaube, da aus der ersten Disziplin, ne? Beim Armdrücken. Nee, ich glaube wirklich das Schießen, glaube ich. Armdrücken war, glaube ich, auch null. Also. Ich habe doch beim Macht Sinn. Schießen, ich habe doch beim Schießen auch eine Runde gewonnen, vergiss das nicht. Wow. So, mal gucken. Wie viel Disziplin hat das Ding? Auch noch sechs oder so, ne? Auch nicht in der Welt. Puh. Da bist du der Experte.
Oh Gott. Das ist auch so ein Teufel. Melken ist auch ganz großartig. Na komm, richtiger Cowboy kann das. Du musst das nämlich im Rhythmus machen und solange du nicht den Rhythmus hast, kriegst du einen mit dem Schwanz, wie du gerade siehst. Das Lustige ist, dass der Rhythmus nicht angezeigt wird. Auch nicht oben? Nein. Ja, wenn, dann bin ich zu doof dafür, das zu erkennen. Weil sonst würde ich ja sagen, dass jetzt gerade links, rechts, Vielleicht noch mal andersrum. da könnte das können wir mal ausprobieren. Auch nicht. Toll. Ja, es ist eine meiner absoluten Lieblingsdisziplinen. Du kannst ja mal gucken, wie viel noch kommt. Das mache ich mal. Vielleicht kriegst du auch irgendwie raus, was da für Tipps gibt, wie man das machen kann. Bin schon dabei. Rettung naht. Hey, das gab's sogar von Amiga. Ja. Glaube ja. Tja, was soll ich dir sagen? Ist nicht bei Wiki. Was ist denn da los? Ja, weiß ich auch nicht. Kann doch nicht sein. Nee, tatsächlich nicht. Ich bin ein wenig schockiert. Also, man könnte jetzt auch noch, wenn jetzt hier mich diese Kuh in Ruhe lassen würde, könnte man auch noch hier dem Kollegen den Milchschemel wegkicken und dann würde er sozusagen die ganze Milch verschütten. Aber ich mache das jetzt mal nicht, weil ich bin froh, wenn es gleich vorbei ist. Und geht das so lange, bis einer voll hat? Ja, ich kann mal nur fast beschleunigen, wenn das gleich. Ich mache das einfach mal. Oh Gott, und selbst da dauert das ja. Gucken, ich war mir auch komplett voll. Ja. Ist spannend, ne? Unheimlich. So, komm, jetzt das Spannende nehmen wir jetzt aber noch mit. Komm mal fertig. Melk zu Ende, das kann doch nicht so schwer sein. Oh, Max Low, du Pannemann. Gib alles. Vielleicht ist die Kuh leer. Müssen wir halt die komischen Experten da schneller füttern. Boah, ist das unglaublich. Haben Kühe eigentlich Hörner? Eigentlich nicht. Es könnte das Problem sein, warum die so stinkig sind. Oh. Das könnte böse enden. Nicht nur vom Tierschutz. Boah, mach fertig, Alter. Das jetzt noch als Best of Five, ne? Das wäre super. Ja, bitte. Ach, der macht doch gar nichts mehr, Max Lowe. Das war jetzt Witz, oder? Vielleicht ist schon Ende, muss irgendwas drücken. Nee. Leider nein. Großartig. Oder die KI jetzt keinen Bock mehr, oder ist die KI auf dem Klo? Die lässt sich vielleicht aufholen. Das kann jetzt so ernst sein, ne? Ich hätte das mal durchlaufen lassen. Jo, jetzt sind drei, vier Teile aus dem Video.
Ja, was soll ich da sagen? Ich meine, wir können die Landschaft genießen, den leicht bewölkten Himmel, die Sonne scheint, im Hintergrund, da qualmt der Kamin, das Essen wird schon zubereitet für die Jungs, die hier draußen harte Arbeit leisten, sportliche Höchstleistungen bringen. Ja, Tage später. Die Kühe füttern. Das ist doch jetzt ein Witz, oder? An den Zipfel ziehen. Ja. Oder ist das irgendwie Hinweis hier, man spielt nicht mit Lebensmitteln und ne, genau. Butterberg genau. Und weißt du, was ich tue? Ich mach mal eben kurz einen simplen, ganz professionellen Neustart. Und dann spielen wir nochmal alle Disziplinen. Ich glaube eher nein. So, was haben wir denn noch? Was fehlt uns denn noch? Eating! Ja, ja super. So. Ist hier so noch Mr. A. Mr. A hat keine Zeit. Ja, aber Eating, das könnte doch was werden. Das war, glaube ich, gar nicht so Käse. So, irgendwie. Genau, da kann man den treten. Da muss man irgendwie gucken, dass man den Löffel und dann muss man aufpassen, dass man sich nicht verschluckt. Das muss man aber machen. Wenn der einen nicht tritt, was die KI, glaube ich, die ganze Zeit macht. Da. Du siehst auch, ich könnte das jetzt jedes Mal schlucken. Du siehst, da gibt es Blähung. Also vermute, das ist die gute alte Bohnensuppe oder so. Natürlich, vom Klischee-Chinesen hergestellt. Wie man es kennt aus den Western von damals. Wie hieß der nochmal von Bonanza? Weißt du nicht, Hopsing? Ich glaube ja, ne? Ah, Mr. Cartwright! Ah, so geht's richtig. Und dann kann ich schlucken. Ich muss aber echt eine scharfe. Vielleicht Chili? Das ist doch mal was für euch. Ihr schreibt das doch mal in die Kommentare. Hier. Verrückten Töpen, was es da Leckeres gibt. Ich frage mich auch, wie lange geht das? Bis wahrscheinlich die beiden Kannen in der Mitte leer sind, ne? Ja, oder? Genau. Ist doch schön. Ach, naja. Notfalls können wir ja vorspulen. Nee, das spiele ich durch. Okay. Weil jetzt habe ich ein bisschen begriffen. Man muss auch mal ein bisschen trinken. Es geht mit hoch, glaube ich. Mit hoch kann man, glaube ich, trinken. Genau. Sonst, wenn man das auch nicht macht, dann kriegt er auch wieder Blähung und so was. Also er hat auch Probleme mit seinem Magen, glaube ich. Ja, bei dem Gesichtsausdruck. Aber hast recht, es könnten Chili-Bohnen sein, ja? Also so ein Gemisch. Also viel Blähung. Das wäre auch wieder schön hier. Soll ich dich wieder ärgern? Das wäre auch wieder schön so Best of Five, ne? Wenn du so viel Hunger hast, hau rein. Es muss ja einen Sieger geben. Die texanische Tafel. Von Essen auf Rädern aus China. Ach, das ist der Bauch da oben. Jetzt sehe ich das erstmal. Ja. Man kann da natürlich nichts essen. Ist klar. Aber komm jetzt. Was ganz lustig ist, obwohl die das ja alles immer verschütten, verschütten die das automatisch wieder in den Teller oder so, weil es geht ja nicht weg. Hm. Ist nur fair von den beiden. Ach komm, das schaffst du. Ja, ich jedes Mal passend treten würde, was die KI komischerweise immer sehr gut kann. Jetzt sieht übrigens, wenn ich trete, siehst du, dass die KI das Wort mal wegzieht. Komisch, ne? Du liegst ein bisschen zurück, muss ich sagen. Ja,
das kenne ich. Müsste den öfter treten. Na, lang kann es nicht mehr dauern, liebe Zuschauer. Gehen in die finale Phase. Gut, du weißt ja, Kochsendung kommt noch bei den Leuten gut an. Grill den Venom. Weiß jetzt, wenn ich den Löffel ein bisschen, wenn ich jetzt einfach mal auf Risiko gehe, einfach ein bisschen weniger auf meine Gesundheit achte. Ja, viele Löffel können es nicht mehr sein. Ein, zwei. Und runter damit. Oh oh. Nächster Löffel gewinnt. Na komm. Und? Trillin, Trillin, Trillin! Ja! Teller ist leer! Schiri! Was ist denn da los? So, jetzt ist doch wohl leer, oder nicht? Ja! Yes! Okay. Ich denke nein. Die nachfolgende Sendung verzögern sich um 20 Minuten. Ja, das habe ich bei dem Spiel nie verstanden, warum die so einen Quatsch gemacht haben. Wahrscheinlich geht das wieder auch so lange, bis er gewinnt. Da kannst du 20 Mal gewinnen wahrscheinlich am Stück. Ja, wahrscheinlich 9 Mal oder so. Dann hast du wahrscheinlich gegen Level 10 angetreten oder so ein Scheiß. Ja. So, komm. Mach fertig. Ist den Teller leer. Gibt's am Morgen gutes Wetter. Gibt's endlich wieder 33 Grad und nicht diese kalte Scheiße da von 32. Man kann total toll in eine Dachgeschosswohnung. Super. Ist klasse. Komm, mal fertig. So, komm. Sag alles toll und ich will's nicht nochmal abmachen. Nein? Nein? Gott. Ja, einmal gewonnen, 100 Punkte, genau. Da musst du aber damals dann bei den Armdrücken auch irgendwas geholt haben. Oder? Naja, ist auch egal. Das war Western Games. Geil. Also das Konzept und die Aufmachung und der Soundtrack, da war es alles absolut Magic Bites, Spitzenklasse. Über die Disziplin können wir uns lange unterhalten. Ja, das, falls da von ehemaligen Magic Bites jetzt jemand zuguckt, erklärt das mal bitte mit der Kuh. Ich hab das nie verstanden, wirklich nicht. Was ist da verkehrt gelaufen? Also tanzen weiß ich, im Prinzip, du musst das nachmachen, was die Alte macht. Du darfst dich aber nicht vom Controller täuschen lassen, weil du musst eigentlich wissen, was sie da macht, wie das auf dem Controller liegt. Und ich glaube nicht, dass es rechts, rechts, links ist oder ein Scheiß. Sondern das war irgendwie anders. Also irgendwie eine Runde habe ich auch mal hingekriegt, aber das war aber wieder cool, keine Chance. Keine Chance. Keine Chance. Du weißt auch, dass Magic Bites clever und smart verbrochen hat, ne? Ja. Danke nochmal. Ich habe das bis heute nicht verstanden. Aber schöne Musik an Western Games, kann ich dir sagen. Ja, ich freue mich drauf. Danke, Skype. Aber ja, früher war dann doch alles besser. Warum gibt's eigentlich Western Games HD? Ach, das wird laufen auf Steam ohne Ende. Natürlich! Ja gut, vielleicht geht das ja doch unter Donald Trump. Ja, genau. Glaube ich dann aber nicht, dass ein Chinese da am Tisch steht und kocht. Ja gut, ist ja kein Mexikaner. Ja gut.
gibt es vielleicht Mexikaner schießen als Disziplin. Gut, oder obwohl, als Bediensteter findet das ja okay. Ja, stimmt auch wieder. Ja, das war unser Tag 2, diese Rio Super Special. Hast du nicht gesehen. Dann kommt jetzt noch Tag 3 und dann haben wir es hinter uns. Ja, ich danke dem großartigen MS Standard. Ich bin euer Mr. Van 1970 und ihr wisst ja, abonnieren. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao. Tschüss. Hört sogar die Musik auf. Das ist ja passend wie nur irgendwas hier. Ich will mal wissen, fängt die Musik wieder an oder haben sie einfach aufgehört? Du weißt, dass du noch aufnimmst, ne? Ja, ja. Ja, ja, okay. Wir haben schon gedacht, wir reden jetzt so ganz normal weiter und Musik und so. Kannst ja mal mitsummen für mich, damit ich das mitbekomme hier. Ah, toll. Nee, Musik kommt nicht wieder. Ja gut, sehe ich es als Zeichen, sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann, tschüss. Tschüss.